Und weiter geht der Spaß und die Freude. Wir nehmen die Mutonenbasis gerade schön auseinander. Haben hier gerade eine Granate hingeworfen und da wollen wir doch mal schauen, ob das funktioniert gleich. Okay, hier ist keiner. Entwaffnet. Kauft ihr den Bengel gleich mal. Gut. Nur der mit dem Blaster Launcher hier macht mir jetzt etwas Sorgen. Ich glaube, wir sollten da vielleicht noch gleich mal einen reinjagen. Machen wir auch einfach. Was soll's. Sicher ist sicher. Bekanntermaßen. Gut, den haben wir erwischt. Ich gehe jetzt nochmal hoch hier, mal gucken. Hier muss doch irgendwer noch einen. Hier muss noch einer stehen. Der Schuss muss doch irgendwo hergekommen sein, eben. Das kann es doch nicht sein. Das checkt mal hier. Okay. Sauber bisher, wie es aussieht. Okay, viel rennt hier offensichtlich nicht mehr rum. Ich glaube, einen sollten wir vielleicht noch mal runterschicken. 46 geht doch mal mit runter. Nähern wir uns mal an hier vorsichtig. Okay, der hat aber keine Knarre mehr. Okay, dann geht die 46 scheiße. Wir haben ja schon zu viel bewegt. Ich guck trotzdem nochmal hier oben. Nicht, dass da. Weil man kann hinter die Dinger nochmal nicht gucken. Und falls der jetzt hier irgendwo gestanden hätte, hätten wir wieder ewig suchen können. Okay. Hier ist keiner. Oh, und jetzt geht der rein. Bleib doch da, Junge. Jetzt versteckt er sich da. Von hier kriegen wir den nicht. Macht's mir doch nicht so schwer, Jungs. Echt. Ihr werdet sowieso verlieren. Okay. Du mal hinterher. So. Schauen wir hier oben nochmal. Hier ist clear. Gut, dann kann er auch gleich dazu stoßen hier unten. Er geht erstmal spazieren. Und wieder raus. So, jetzt bitte. Dankeschön.
Und der ist nur betäubt, wie es aussieht. Die Basis hier haben wir ganz schön zerlegt. Gut. Du auch. Und der Jubelfr. Auch nochmal raus. X-Visor ist jetzt natürlich ganz alleine hier. Wo versteckt sich der Rest? Hier nicht. Gehen wir mal hier in die andere Richtung rum. Da stehen zwei. Vielleicht sind das ja auch schon die letzten. Da ist auch noch einer und der hat sogar noch eine Wumme. Ach, Jungs, ey. Das ist unglaublich, echt. Trefft doch einfach mal. Nee, von hier kann er nicht. Der macht mir jetzt etwas Sorgen hier, weil wir den leider nicht verkriegen. Außer wir donnern da noch einen Blaster rein. Da hat er keine Zeiteinheiten mehr. Ey, was war das denn? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist jetzt nicht euer bekackter Ernst. Ihr dämlichen Pisser, ey. Mann, Junge, kill den doch einfach mal. So schwer ist das doch nicht. Das war dieses bekackte Vieh hier. Das war Leonidas, der da gerade drauf gegangen ist. Sorry, Kollege. Hast leider nicht lang durchgehalten. Wir müssen uns auf jeden Fall den Muton hier kaufen. Das ist klar. Er bewegt sich da nicht weg. Dankeschön. Fast den ganzen Clip verheizt auf einen Gegner. Und naja, dann gehen wir nochmal hier rum. Es ist natürlich ärgerlich, dass wir da den guten Leonidas verheizt haben. Das wollte ich eigentlich nicht. Ärgerlich. Da ist noch einer. Wo war das denn? Hier. Müsstest du den? Genau, du siehst den. Komm, X-Visor. Sehr schön. Und noch so ein blödes Lipschvieh. Wen siehst du? Noch so eins. Kacke. Dass der jetzt einen Rücken kriegt, ey. Mich wundert hier gar nichts mehr bei dem Spiel. Okay, du kommst da leider nicht mehr hin. Du? Was
wahrscheinlich auch nicht. Nee. Schade, schade. Oh, die Zeit ist wieder rum. Bis gleich.